ganz sicher bin, ob die noch weiß, was sie sagt. Es ändert aber nichts daran, dass auch selbst wenn wir das jetzt machen würden, also selbst wenn wir jetzt mindestens die Grenze schließen, die Probleme, die wir jetzt drin haben, die sind dramatisch. Aber vielleicht ist das der gute Punkt, um auf eines hinzuweisen, an welcher Stelle es richtig schwierig wird, wenn die Länder es bleiben. Wenn wir anfangen einzubürgern, das Staatsbürgerschaftsrecht, das wird wirklich entscheidend sein. Ja, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, und ich meine bei der geistigen Umnachtung, die im Deutschen Bundestag herrscht, ist ja nicht auszuschließen, dass die plötzlich sagen, naja, wessen Asylverfahren jetzt 2 Jahre gedauert hat, der kriegt dann auch einen deutschen Pass oder so. Ja, ich meine, oder die haben ihre Pässe verloren, was sollen wir machen, die brauchen einen Pass, kriegen sie halt einen deutschen. Oder irgendwas in dem Ausmaß, deren Perspektivlosigkeit ist so fürchterlich und die ganzen Sozialtherapeuten sagen, wenn die einen deutschen Pass bekämen, dann wären die viel fröhlicher, dann sind die auch nicht mehr so gefährlich. Keine Ahnung was, man malt sich das ja gar nicht mehr aus, was da unten erzählt wird. Also so eine Initiative, ja, getragen von den Grünen aus Überzeugung und der SPD aus Dummheit, getragen von irgendwelchen Christen und Sozialdemokraten aus Opportunismus und Machtkalkül, ja, das kann ja schon mal sein. Die Staatsbürgerschaft wird dann verschenkt und dann haben wir, dann geht gar nicht, dann ist auch mit Abschiebung nicht mehr so richtig gut. Ja, also deutsche Abschieben ist schwierig. Also würde ich sagen, ist schwierig, es ist jetzt übertrieben, das geht natürlich nicht. Und da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, da wird die Geschichte zementiert. Ja, und deswegen ist unsere Ansage, auch in unserem Programm, habe ich glaube ich nicht verlesen, wir wollen das Abstammungsrecht wieder haben. Deutsche sind... Was ist im Übrigen, da schreien ja jetzt einige bei uns auf und sagen, das ist ja ein Riesenskandal, dass nur die Kinder von Deutschen Deutsche sind und nicht alle, die in Deutschland geboren werden, weil sie nun mal hier sind. Das ist gültiges Recht gewesen bis vor wenigen Jahren. Wir wollen einfach nur dahin zurück, wie es war 2001. Ja, da wollen wir hin zurück. Das Abstammungsprinzip. Und mit denen, die jetzt in der Zwischenzeit alle den deutschen Pass bekommen haben, das muss man sehen, was man da machen kann. Aber es ist einfach nicht möglich, dass man sagt, man macht alle Tore auf, ja, mach hoch die Tür, das Tor macht weit, ja, alle kommen herein, jetzt sind sie halt da, jetzt kriegen sie halt Kinder und die Kinder sind alle deutsch, ja, wo sind wir denn? Ja, das kann es natürlich auf gar keinen Fall sein. Und nochmal, ich glaube, dass sich an dieser Stelle wirklich sehr, sehr viel für uns zu tun hat.